Da man mit der Regel von Zarü, oder wie wir Deutschen dümmlicherweise sagen, Regel von Zarus, lediglich die Determinante einer 2x2 oder 3x3 Matrix berechnen kann, können wir mit dem Entwicklungssatz von Laplace die Determinante einer beliebigen quadratischen Matrix berechnen. Wie das funktioniert, schauen wir uns jetzt an. Wenn du beispielsweise die Determinante dieser 4x4 Matrix ausrechnen möchtest mit dem Entwicklungssatz, dann stell dir zuallererst mal eine Art Schachbrettmuster aus Plussen und Minussen vor, das über dieser Matrix liegt. Ob du es dir vorstellst oder direkt aufschreibst, ist dir überlassen. In jedem Fall fängst du oben links an mit einem Plus und neben jedem Plus liegt ein Minus und neben jedem Minus liegt wieder ein Plus und da liegt wieder ein Minus daneben und daneben liegt wieder ein Plus und so weiter und so fort, bis du die gesamte Matrix mit Plussen und Minussen überzogen hast. Jetzt wird's interessant. Du suchst dir jetzt eine Zeile oder Spalte aus, nach der du entwickeln möchtest. Und natürlich nimmst du eine Zeile oder Spalte, wo die meisten Nullen drin vorkommen, denn dann hast du den geringsten Rechenaufwand. Und schau mal hin, ich habe die Matrix extra so gestaltet, dass in der zweiten Spalte ganz viele Nullen vorkommen, einfach nur, weil ich deine Geduld nicht überstrapazieren möchte. So, das bedeutet, lass uns einfach mal gemeinsam nach der zweiten Spalte entwickeln. Und noch etwas, diese Plus und Minus, die wir drüber geschrieben haben, die kannst du eigentlich in der gesamten Matrix weglassen. Wichtig sind sie nur in der Zeile oder Spalte, nach der wir auch wirklich entwickeln wollen. Und jetzt ist es ganz wichtig, dass du diese vier Zahlen mit diesen vier Vorzeichen als Vorfaktoren von vier neuen Determinanten betrachtest. Klingt erstmal ein bisschen verrückt, aber wirst gleich sehen, ist super einfach. Ja, fangen wir mal mit der ersten Zahl an, mit der minus 1. Also minus einmal die Determinante von. Und jetzt kommt der eigentlich trickige Part, und zwar musst du alle Zahlen in derselben Zeile wie die 1, ja, die oberen vier Zahlen, und in derselben Spalte wie die Zahl 1, also die gesamte zweite Spalte, zuhalten. Okay? Du hältst die erste Zeile und zweite Spalte zu und siehst, dass diese drei Zahlen und diese drei Zahlen überbleiben. Und diese neun Zahlen presst du einfach, ohne die Reihenfolge jetzt zu verändern, zusammen in eine Matrix, also minus 1, 0, 4, minus 2, 1, 4, 0, minus 1, 1. Und der häufigste Fehler, der hierbei passiert ist, dass die Leute diese Schachbrettmustervorzeichen gleich noch mitnehmen. Also dass man sowas aus Minus, Minus 2, dass da Leute irgendwie eine Plus 2 draus machen, auf keinen Fall. Ja? Diese Plus und Minus gelten wirklich nur für die Zeile oder Spalte, nach der du gerade entwickelst. Und wir haben uns deshalb die Spalte mit den meisten Nullen ausgesucht, denn wenn wir jetzt hinschreiben plus 0 mal Determinante und so weiter, ja, mal 0 fällt halt einfach weg. Du kannst gerne mal, um das zu trainieren, jetzt auf Stopp drücken und einfach mal diese drei Koeffizienten mit den dazugehörigen Matrizen noch aufschreiben. Ich werde das jetzt auch gleich mal machen. Ich mache einen kurzen Cut und dann kannst du mal überprüfen. Ja? Aber rechnerisch haben die keinen Einfluss mehr. Und nur noch mal kurz zum Vergleich. Wenn wir den zweiten Summanden nehmen, also plus 0 mal, dann müssen wir alle Zahlen in derselben Zeile und Spalte zuhalten und überbleiben diese drei Zahlen für die erste Spalte, diese drei Zahlen für die zweite Spalte und diese drei Zahlen für die dritte Spalte. Ja, genauso funktioniert es auch für das Element und für dieses Element. Natürlich haben wir schon gesagt, wenn da steht plus 0 mal oder minus 0 mal, ja, 0 mal irgendwas wird zu 0. Das heißt, du hättest sie gar nicht mit hinschreiben brauchen. Ist, denke ich, aber jetzt an dieser Stelle eine schöne Übung, um das Ganze nochmal genau zu trainieren, welche Zahlen wir denn eigentlich in die Determinante reinschreiben. Das Einzige, was wir jetzt noch zu tun haben, ist die Determinante dieser Matrix zu berechnen. Und das kannst du entweder mit der Regel von Zarü machen oder du kannst es auch wieder mit dem Entwicklungssatz machen. Wir werden das jetzt mit dem Entwicklungssatz üben, einfach zum Training. Ich habe mich jetzt dafür entschieden, dass wir die überbleibende Determinante nach der ersten Zeile entwickeln und deshalb auch nur das Schachbrettmuster aus Plus und Minusen über diese erste Zeile gelegt. Na, nur dort brauchen wir das. Diese minus 1, die hier davor steht, ist einfach schon mal Teil vom Endergebnis. Einfach egal, was wir hier als Determinante rausbekommen, wir machen auch einfach ein Vorzeichenwechsel. So, wenn wir jetzt danach entwickeln, dann haben wir plus minus 1, also minus 1, mal der Determinante von, jetzt aufgepasst, wir müssen alle Zahlen derselben Zeile und Spalte zuhalten und überbleiben diese 4 hier unten, also 1, 4, minus 1, 1. So, dann haben wir minus minus 2, ja, aufgepasst, das ist nämlich eine plus 2 mal Determinante von. Und jetzt hältst du alle Zahlen in derselben Zeile und Spalte zu und überbleiben nur noch 0, 4, minus 1, 1. So, bin mal gespannt, was dabei rauskommt. Wenn wir diese Determinante ausrechnen wollen, einfach nur das Produkt der Hauptdiagonale minus dem Produkt der Nebendiagonale. Das heißt, 1 mal 1 ist 1,
minus 4 mal minus 1. Also 1 minus minus 4 wird zu 1 plus 4, also 5 mit dieser mal minus 1 zu einer minus 5. Alles klar. Und hier haben wir 0 minus minus 4, also auch wieder 0 plus 4, sind wir bei 4 mal 2 sind wir bei 8. Alles klar, in Summe sind wir bei 3 und dann muss noch das Vorzeichen geändert werden, also ist die Determinante dieser großen Matrix einfach nur minus 3. Das war das Berechnen der Determinante mit dem Laplacian Entwicklungssatz und egal wie kompliziert die Aufgabe wird, du kannst es immer nach diesem Schema berechnen. Ich wünsche dir damit noch viel Spaß und bis zum nächsten Video. Ciao.